Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich verdurste. Und Mathilde hat rausgefunden, wie das mit der Werkbank funktioniert. Es ist nämlich nicht die Werkbank eines Zimmermanns für unsere wunderschönen Schellenfackeln, sondern einfach nur eine Werkbank. Die ich jetzt gerade herstelle. Hm. Und für coole Sachen brauche ich noch die Werkbank eines Schmiedes. Und dafür das ist doch kein normaler. Upsi dupsi, der leuchtet doch. Dupsi dups. Jetzt ist die Frage, wie mache ich Ziegel? Und wie töte ich den? Wie mache ich Ziegel? Wie macht man Ziegel? Ziegel. Macht man das hier? Scheißendreck! Die Viecher können Treppen tragen. Klettern. Ja, das war ja logisch, oder? Nee, so logisch nicht. Jetzt haben wir vor unserer Haustür ein Riesenvieh. Und ich habe kein Bett aufgestellt. Naja, bis dahin ist das Vieh vielleicht weg. Was man hier auf einmal alles machen kann. Wir können ein Holzschild machen, wir können Gemälde machen. Einen runden Tisch, eine dekorative Schüssel. Schöne Kohlenfackeln, eine Hängekohle. Pfanne, Schellenfackeln. Oh, wir können es jetzt hier richtig schön machen. Meine Güte. Schön ist dein Ding, nicht meins. Ach, halt die Fresse, du Fledermaus. Wie mache ich Ziegel? Laufe ich falsch? Oh ja, ich glaube falsch. Na, irgendwo noch Steine. Ich wette, irgendwie aus Stein macht man Ziegel. In der Schmiede bestimmt. Heute Messer wäre ganz cool. Ja, dafür brauche ich erstmal Ziegel. Ja, dafür brauche ich. Ja, so mache ich Ziegel. Einfach Stein in den Ofen packen. Ja, in den Schmelzofen. Genau. Stück brauche ich. Teilen wir die hier nochmal auf. Zack. Läuft. Okay. Wir kapieren es langsam. Aber langsam. Ja. Warum habe ich keine Matte? Warum habe ich eine Matte? Ja, du hast deine noch oben gelegt, aber ich dachte, meine würde noch unten liegen. Oh, jetzt wird's dunkel. Was brauche ich denn? Da bitte nicht hingucken. Ich brauche Äste. Dunkel, ich sehe nichts. Apropos dunkel. Ich sehe immer noch nichts. Ach, wir haben keine Pflanzenfaser mehr, ne? Die ich hatte, habe ich alle in den Ofen gemacht, gepackt. Okay. Ich habe extra mal welche gesammelt. Ist okay, dann sammle ich einfach nochmal neu. Alles gut. Ah, ich habe es doch geahnt, Sandsturm. Oh, dann bleibe ich drin. Scheiße. Ich kann keine Deckung suchen. Das ist schlecht. Ja, hi, ich bin im Anfangsgebiet, Mensch. Natürlich kann ich da keine Deckung suchen. Ja. Und guckt da nicht immer hin, Jungs und Mädels. Das ist privat. Redest du von deinem Dödel? Ja, den sieht man. Verdammte Axt. Gut, ich krieg hier Schaden, ich muss weg. Jetzt sterbe ich gleich nochmal. Hier bin ich auch nicht geschützt, okay.
hoffe, dass ich ins Wasser komme. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Habe ich aus Versehen jetzt verdorbenes Fleisch gegessen? Scheiße. Da kommt Wasser, Wasser. Wasser, tauchen, tauchen, tauchen. Wie, sogar unter Wasser kriege ich Schaden? So schlau. Na super, das ist ja ein Gag, ey. Du wurdest getötet durch dir. Hört er jetzt auf? Ja. Es wird nicht mehr angezeigt, dass unser Sturm wütet, zumindest bei mir. Jetzt sehe ich hier gar nichts. Bin ich wieder falsch rum? Also es windelt zwar noch, aber ich zumindest kriege keinen Schaden mehr. Oh, das sieht ganz geil aus, da die Wolken. Was macht denn hier eigentlich unser Rad der Schmerzen? Läuft noch. Die braucht noch. Ja, die braucht Arschlange. Auch 5 Stöckchen. Ah, 3 haben wir. Ach, wow. 3. 3. Oh. Ich gehe ja schon weg. Meine Güte, hat der mich erschreckt. Seinen leuchtenden Augen. Ich wollte nur ein bisschen Pflanzenfasern sammeln. Meine Pameter hier bin ich gestorben. Was sagst du mit Pflanzenfasern? Ja, ich, hier, da dieses eine Viech, was dich auch getötet hatte, ist ganz schön empfindlich. Ah, oh, ich sehe meine Leiche nicht. Sammeln. Fackel an. Und nicht dahin gucken. So. Toll, jetzt habe ich eine Fackel und es wird wie hell. Ja, jetzt weiß ich wieder, wofür ich Pflanzenfasern brauchte. Ich wollte Fackeln machen. Los, Kroko, töte ihn, damit ich dich weglocken kann und seinen Loot kriege. Ah. Macht sogar. Nee. Du bist das schlechteste Kroko ever. Guter Kroko. Ist das jetzt ein gutes Kroko oder ein schlechtes Kroko? Ist ein gutes Kroko? Hat ihn getötet? Muss ich ein bisschen Abstand gewinnen? Komm, Kroko. Und tschüss, Kroko. Tschüsseli. Alles nehmen. Danke. Tschüsseli. Morgen, kleine Katze. Achso. Ich wollte gerade unsere Katze morgen wünschen, aber die hat sich nur einmal umgelegt. Die ist auch so eine kleine faule Maus. Aber da sie so süß ist, kann man ihr das nicht übel nehmen. Was denn? Ist doch so. Ja, ich musste gerade über mich selber lachen. Attack! Er kommt aus dem Wasser, man sieht so, Oberkörper hat so eine leichte Rüstung. Dann sieht man seinen nackten Arsch und dann, weil er so schräg stand, sah man auch seinen Lörres. Bin ich richtig? Ach ja, Kroko. Nervt nicht. Ja, dass die Tiere dann die Menschen töten, dass man die looten kann, finde ich äußerst praktisch. Oh ja, das ist praktisch. Oh,
Aber ich glaube, früher hatten die nur, wenn überhaupt, ein paar Ressourcen. Mehr hatten die damals gar nicht, was man da looten konnte. Ach doch, das sind doch die Äste. Die Fleischwurst hängt runter beim Schwimmen. Sehr schön. Das sieht so scheiße aus. Oh, da kämpft jemand gegen zwei von diesen komischen, wie immer sie auch heißen. So, wo bin ich denn gestorben? Ich bin an der Haustür gestorben, ne? Hast du mal aus dem Haus rausgeguckt, ob das große Vieh noch da ist? Nein, das ist nicht mehr da. Juhu! Ich lock's auch nicht mehr an. Brauchen noch 4 Ziegelsteine, damit wir die Werkbank eines Schmiedes bauen. Ah, oh, jetzt hab ich... Nee. Keine Lust jetzt hier auf Popo-Klappe. Das sieht so panne aus. Beim Klettern zeigt der 11. Finger auch nach unten. So, meine Leiche ist noch da. Juhu! So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Beleuchtung drin. Mathilda hat endlich kapiert, wie das geht. Yay! So, wir haben 50 Ziegel. Werkbank eines Schmiedes. Und 75 Eisenbarren brauchen wir auch noch. Das heißt, wir müssen wieder Eisen sammeln gehen, Heinrich. Hurra! Aber ich mache, glaube ich, erstmal was anderes. Ich baue eine Mauer vor uns im Eingang. Damit das nicht mit dem Monster nochmal passieren kann. Das ist ja äußerst nervig. Willst du schnell in Sicherheit laufen, kommt da irgend so ein Scheißvieh. Hm. Bin ich voll uncool. Ja, und irgendwie ist mein Trinkschlauch weg. Ach nee, da ist er ja. Haha. Gluck, gluck, gluck. So, jetzt haben wir hier drin wenigstens endlich mal vernünftige Beleuchtung. So, was kann ich denn jetzt machen? Ich wollte ja noch 2 Stufen aufsteigen, bevor ich meinen Tempel baue. Traue ich mich alleine hin? Wohin? Naja, dahin, wo es die Dings gibt. Das Eisen. Ja, klar. Kannst doch alleine gehen. So eine große Frau. Bin ich das? Ja, große. Okay, da brauche ich aber noch ein paar mehr Pfeile. Brauche ich noch ein paar mehr Pfeile. Das heißt, dafür brauche ich Knochen. Da sind Knochen. Die Platzierung viele geschlagen. Ich hau dir gleich auf die Nase. Was? Rede mit dem Spiel. Achso. Holz. Was bau das da hin? Holz, Holz, Holz. Oder was brauche ich für. Kommt man die Foundation nicht einfach übereinander bauen? Ich glaube schon. Hey, weil es da so ein bisschen schräg ist, kriege ich den Stein da nicht hin? Das ist ja kacke. Ha, der ist noch vor unserer Haustür. Der ist noch in der Nähe. Echt? Ja, ja. Arschkrampe. In der Nähe, ja, aber er ist nicht direkt auf unserem Plateau. Nee, nee, das so. Nicht, aber... Nee, egal. Ich baue jetzt hier erstmal irgendwie eine Mauer und so. Ich kotze das nur mit dem Foundation an, dass ich die da irgendwie nicht anballern kann. Weil ich weiß noch, früher hatte ich mit den Mauern immer eigentlich diese Foundation benutzt. Hm. Konnte man die aufeinandersetzen. Ja, irgendwie geht's da unten irgendwie nicht, keine Ahnung. Dann wird's da eben eine schmale Mauer.
Ich hätte gerne so eine Mauer gebaut, dass man da auch noch Bogenschützen oder so ranpacken kann, weißt du? Mhm. So, aber dieses große Viech, an das wage ich mich jetzt dran. Nee, mach das nicht. Nicht alleine. Weil es hält viel aus. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Und tschüss. Oh, und das ist ein... Oh Gott, das ist ja ein Mega-Kroko. Ja, es gibt Mega-Kroko und einen von diesen anderen Viechern Mega. Also da haben wir zwei Mega-Viecher am Megasee. Das ist der Megasee, der Mutantensee, der... Keine Ahnung. Der macht alles riesig. Und da du hier gerade so ein bisschen weggelockt hast, kann ich da so ein bisschen Erb ernten. Ah, siehst du. Ich sehe gerade, dass es blöd ist, dass ich überhaupt gar kein Wasserbett nehme, wenn ich jetzt in die Wüste gehe. Oh ja, wo ist mein Trinkschlauch? Ach da. Das heißt, ich muss jetzt an den Monstersee, um mein Trinken aufzufüllen. Ja, einer kommt schon wieder in meine Richtung. Aber nicht das Mega-Kroko-Ding. Wie hießen die anderen Viecher? Also nicht die Krokos, sondern die anderen da. Weißt du das? Nee, ne? Ja. Hallo. Bauen? So. Okay, jetzt habe ich einen Trinkschlauch. Ich bin voll gefuttert. Jetzt kann ich Eisen abbauen gehen. Super. Lauf, lauf, lauf. Damit wir endlich mal an sowas wie Abhäutemesser und so kommen. Naja, jagen müsste ich auch mal wieder für bessere Rüstung vielleicht. Ja, und Knochen für Pfeile. Ja, Knochenpfeile habe ich noch genug. Ich habe sogar Pfeile rausgeschmissen, weil ich die nicht brauchte. Ich habe gesehen, die Seet können später Giftpfeile machen. Hm. Ist natürlich super, dass ich natürlich... Ja, aber du kannst für mich die Pfeile herstellen. Genau, dann kannst du später Giftpfeile machen. Schießen meine ich, Entschuldigung. Genau. Bloß die Giftpfeile helfen uns bestimmt bei Skeletten nicht weiter. Hm. Ah, jetzt fällt mir gerade ein, die Spinnen haben, glaube ich, einen vergiftet. Ja. Oh, das ist ja super, dann haben wir ja dafür Gegengift. Weil ich habe auch gesehen, wenn du was in deinem Tempel baust, kriegst du so Taler. Von deinem Glaubensrichtungsgedöns da. Und dafür kannst du später besser deine Gebäude aufwerten oder sowas. Ah, okay. Das heißt, ich muss sowieso nur ganz viel Gift herstellen. Gegengift, Entschuldigung. Ich weiß noch, das hat mich damals übelst enttäuscht, warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich dachte mir so, hä, die Schlangengötter, die wollen doch da vergiften und nicht entgiften. Aber wenn ich an die Spinnen zurückdenke, macht das Sinn. Weil die haben übelst genervt. Die haben einen langsam gemacht und ich glaube auch vergiftet. Ich glaube, ja. Übelste Kackviecher. So. Ach, da war ja noch so ein zweites Viech. Menno. Ja, wenn wir hier die Borgmauern haben, dann können wir die ja mal versuchen zu minimieren. Nee, ich bin ja hier gerade da, wo ich Eisen abbaue. Ach so. Und dann muss ich ja auch erstmal diese Viecher töten. Thank you.
Ah, so sieht's besser aus. Dann machen wir die Doppelmauer. Ah, jetzt kann ich da. Hä? Warum ging das vorhin nicht? Fehlgeschlagen. Deine Mutter ist fehlgeschlagen, du Kack. Entschuldigung. Charmant wie immer. Ja, ich verstehe es hier noch nicht. Ab und an kann ich da hinbauen, ab und an geht's nicht. Das ist noch nicht so für den Heinrich verständlich. Da kann man ja auch mal fluchen. Weil jetzt geht's, der braucht manchmal so Zwischenverbindungsstücke oder so. Ich raff's noch nicht so ganz, aber Hauptsache es steht und ich kann hier weiter bauen. Oh ja, dann baue ich vor die Mauer noch Holzpalisaden. Dann können sie die Mauer nicht so direkt angreifen. Und dann hat man sie so ein bisschen immer auf Abstand. Kann man sie besser beschießen. Das ist eine gute Idee, lieber Heinrich. Ich weiß, warum, Mann. Das sind Steine. Kann man hier hochrennen? Nein. Wage ich es? Nein. Ah, da unten sind Vögel. Schießen wir mal lieber die Vögel ab. Oh, hallo, schöne Frau. Ah, die hat einen Bogen. Die ist schön scheiße. Okay. Du hast es gewagt, den Bauherrn Heinrich anzugreifen. Anzugraben, wollte ich schon erst sagen. Hat's aber nicht gemacht. Ja, komm her. Das will ich auch hoffen, sonst kriegt die es mit mir zu tun. Oh, die hat einen Kack durch. So. Dumme Kuh. Gib mir dein Herz. Ich hab kein Herz von dir. Ich will dein Herz. Oh, ich bringe ein bisschen Menschenfleisch mit für dich. Ich esse das nur, wenn kein Steak da ist. Ich esse nur Menschenfleisch, wenn ich sonst hungere. Okay. Ganz schön viele Vögel. Och, ich, Horst, könnte die ganze Zeit schon bessere Schwerter machen, sehe ich gerade. Ich wette, dafür brauchst du aber die Werkbank eines Schmiedes. Das weiß ich nicht. Aber warum laufe ich die ganze Zeit mit diesem Kackschwert rum, wenn ich so ein Doppelschwert kriegen könnte? Und vor allem ist es easy peasy herzustellen. Hallo, ich will's auswählen. Nö, das geht auch ohne irgendwas. Das kriege ich hier echt so hin, ja. Gut, habe ich gleich ein neues Schwert. Das Steinschwert oder welches? Doppelschwert hieß das. Stein-Doppelschwert. Das kann ich auch bauen. Ah. Ich habe gar nicht nachgeguckt, so, weil ich dachte, das kommt erst später.
dass man sowas bauen kann. Komm, ich schmeiß das alte weg, das braucht kein Mensch mehr. Oh, da sind Hyänen. Oh. Ah. Ich glaube, die haben mich gefunden, ne? Ja. Ah, so viele Hyänen. Fuck. Voll in die falsche Richtung gelaufen. Scheiße. Stirb! Puh. Die Hyäne ist tot. Liebe Hyänen. Oh! Böse Hyänen! Böse! 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 Ganz böse! Ja, jetzt muss ich die töten und die scheiß Hyänen haben mich verkrüppelt. So. Ach ja, das ging ja auch noch. Dafür bringe ich Hyänenfell und Wildfleisch mit. So. Und das nur, weil die Hyänen böse war. Oh, Fischi. Fischi? Ja. Aber man kann auch Fische fangen. Echt? Ja, man kann so Fischfangdinger lernen. Ah, man kann auch unter. Man kann Algen sammeln. Und das sind dann Pflanzenfaser. Ah. Oh. Orangener irgendwas habe ich eingesammelt, aber. Hm. Es sieht auf jeden Fall unter Wasser schon. Das fand ich damals, glaube ich, auch schon. Das ist nicht so langweilig, wie das einige. Ja. Spiele überspielen ist. Aber Seven Days zum Beispiel, da war ja unter Wasser gar nichts. Mhm. Und bei einigen Spielen geben sich auch nicht viel Mühe, dass da irgendwas so. Ey, warum ist meine Steinaxt kaputt? Das ist eigentlich ganz cool, dass es da wenigstens was zu entdecken gibt. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Fische. Das ist durchaus. Meine ich mal damals gesehen zu haben. So, ich bringe jetzt gerade erstmal relativ viel Eisen wieder nach Hause. Ich glaube, warte mal, wie viel habe ich? 130 Eisensteine habe ich gesammelt. Das erfreut mich. Hm. Kannst du Türen bauen? Sie? Ich glaube, Türen konnte ich nicht bauen. Ne, oder ich, Treppen konnte ich nicht bauen, ne? Sie. Oh, Riesenkroko! Fuck. Nicht genug Ressourcen, verdammt. Stirb, du doofes Kroko! Oh scheiße, jetzt kommt das Riesenkroko. Ich bin weg. Oh, hallo Heinrich. Hä? Wo? Ach da, hallo. Ja, ich bin sowieso am Stein sammeln. Okay. So, erstmal ganz viel Eisen hier machen. Ja, Eisen kann man immer gebrauchen. Federn habe ich auch ein paar mitgebracht. Aber wie gesagt, ich bleib bei meinen Knochen fallen. Ja, ich auch, aber dafür brauche ich langsam mal wieder Knochen. Ach, stimmt. Mhm. Man könnte ja nächsten Tag dann so auf Tierjagd wieder gehen. Krokojagd, glaube ich. Ich glaube, Knochen hat man ganz gut von den Krokos bekommen.
Stimmt, dann gehen wir auf Coco. Ja, ah, Babyhygiene. Geh mal weg. Oh, hier ist auch Eisen. Cool. Ach, ein Eisenbrocken. Kann es sein, dass sie damit auch Großzüge geworden sind? Weil wir mussten immer früher weit laufen, um überhaupt irgendein Eisen zu kommen. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch einfach nur Glück, dass wir die jetzt endlich mal gefunden haben, wo die so sind. Auch auf jeden Fall Pfeile, also Knochen. Aber Knochen hat man eigentlich ganz gut gekriegt, wenn man auch also Kokos können wir mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut mit dem Schwert tatsächlich töten. Ich habe gerade eins ohne größere Probleme fast platt gemacht. Ah, okay. Ja gut, ich bin auch mittlerweile stärker geworden. Das Schwert ist viel auch ein bisschen besser. Richtig. Ah, ich mach mal ein bisschen Holz, dass wieder Holz in die Schmiede kommt. Es bringt nämlich nichts, wenn wir irgendwie 20 Pfeile auf ein Kroko schießen, um einmal Holz rauszukriegen. Hä? Einmal Holz? Genau. Verpasst? Oh. Nein, ich muss ein Knochen. Bett machen. Fällt mir gerade ein. Ja. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. Ja, ich werde auch noch ein schönes Doppelbett irgendwie machen, aber dafür brauchen wir halt auch Fell. Oder gehen die nach einer Zeit kaputt, wenn man die ein, zwei Mal benutzt hat? Ich habe keine Ahnung. Und davon sehr viel. Ich hau dich. Ah, Riesenkoko. Und du hast immer noch nicht die Tür repariert, möchte ich an der Stelle mal sagen. Welche Tür? Die Tür gebaut, wolltest du ja eine Tür bauen. Ich bin noch bei der Außenmauer. Oh, ich muss hier unten was bauen, sonst könnte ich da runterkriechen. Boah, das ist ja... Ah! Das Doppelschwert ist ein Zweihänder. Ah, ich wollte gerade sagen, wer ist denn das da vor mir? Scheiße, hätte ich mein Schwert doch nicht wegschmeißen sollen. Hier liegt ein Toter. Oh, dann loote den nochmal. Ich glaube, der ist eine Deko. Ich kann den nicht looten. Dann probiere ich jetzt mal dieses Doppelschwert an einem Kroko aus. Also an einem einfachen Kroko. Das ist ja riesig. Hä? En garde, Kroko. Verteidige dich. Ich glaube, ich kann auch das andere nehmen. Nicht genug Ressourcen. Ich glaube, ich gehe wieder auf das kleine Schwert. Ey, ich habe nur Wildzähne bekommen. Toll. Hm. Ich bleib erstmal dabei, bis ich das bessere Schwert kriege. Aua. Ach, da Scheiße, ist das, jetzt hat's mich gut erwischt. Das wandert hier richtig, das Riesenkroko. Das ist nicht mehr am See, das ist einmal hier außen lang gegangen. Dafür ist das andere Kackvieh noch da. Toll, ich habe einmal Knochen bekommen. Nee, mir ist das große Schwert so unhandlich. Ich nehme wieder mein kleines Schwert.
Ich bring mal ein bisschen verdorbenes Fleisch weg. Ja, das brauchen wir ja eh nicht. Guck mal, wie viel Eisen brauchte ich doch mal für die... Und Bergback hieß das mal. Werkbank eines Schmiedes. 75. Ey, ich habe genügend, um eine Werkbank eines Schmiedes zu bauen. Hurra! Herstellen! Yeah! Wir kriegen die Werkbank eines Schmiedes. Dann können wir uns endlich mal ein Abhäutemesser machen. Oh, Hyänen, ich bin weg. Das wollte ich doch auch gerade machen. Ach ja, ich wollte das schlechte Fleisch wegwerfen. Es braucht ja kein Mensch das schlechte Fleisch. Oder sehe ich das falsch? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja gut. Ich schmeiße es ja auch schon immer weg. So, Werkbank eines Schmiedes. Ja, die können wir schön hier in die Ecke packen. Schön. Zack. Oh, ja. Eisenpikel, wie geil. Aber erstmal mache ich uns beiden ab heute ein Messer. Ja, dann macht's mit der Jagd auch mehr Sinn. Und dann können wir vielleicht... Oh, wir brauchen 20 Eisen für ein ab heute Messer. Ja, dann machen wir so ein Kombi-Ding. Gehen wir Eisen holen und nebenbei noch so Viecher jagen. Ja, also eins können wir auf jeden Fall schon machen. Zack, für eins habe ich genug. Glasflaschengussform, Eisenhackmesser, eine Eisenaxt, Eisenpickel, eiserne Axt, Breitschwert, Stahlverstärkung, Eisenverstärkung. So, jetzt habe ich aber erstmal hier ein Abhäutemesser. Yeah! Muss ich damit nur ein Tier erlegen. Das Riesenkrokodil hat mich gesehen. Oh oh. Ich habe gerade keine... Ah. Ich gehe vom schnell nach Hause. Ich bin, ich glaube, die Folge ist auch lang genug und wir können jetzt mal ein Break machen. Okay, morgen wird das ab heute Messer benutzt. Genau, wir haben jetzt ein Krokodil vor der Tür. Ja, ich hoffe, das geht mal weg. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Es macht aber nicht die Wand. Ich traue mich gar nicht rauszugucken. Ich sehe es von oben. Es weiß, wir sind da. Ah, es kommt nicht drauf hoch, okay. Ich glaube, wir hätten Gebäudeschaden ausgeschaltet, oder? Hinter dir! Okay. Das. Ich hab's vielleicht ein bisschen angekratzt. Es hat auch drei Totenköpfe. Das Scheiß heißt wohl ganz, ganz gefährlich. Es ist in unserer Basis drin. Oh oh. Ich versuch's mal rauszulocken. Wenn ich sterbe, ich liebe dich. Ja. Hä? Wie ist das da reingekommen? Das ist hier doch alles heile. Ich habe keine Ahnung. Locken wir es mal weg. Mach ihm mal die Tür auf. Ja, es kommt. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Whee. Hey, Mr. Kroko. Okay.
mies gelaunt, hä? Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, nee, das schaffen wir auch nicht. Oh, das ist ja ganz nah. Also wir können es tatsächlich schaffen, aber dafür brauchen wir so unfassbar viele Steine. Pfeile. Ja. Hyänen hinter dir. Ah, und da ist ein Kroko. Ah. Jetzt bist du natürlich auf der anderen Seite. Ich komme zu dir. Ah, da sind ja auch noch Viecher. Ah, wieso sind hier so viele Viecher? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Scheiße. Oh, keine Ausdauer mehr. Oh. Und ich bin im Wasser. Oh. Wo bist du? Was verfolgt dich? Jetzt verfolgt mich nichts mehr. Jetzt lauf jetzt zu dir. Okay. Aber die Hyänen waren ja gar kein Problem. Mit dem großen Schwert. Mit dem kleinen sind sie auch nicht das Problem eigentlich, aber ich habe nicht mehr so viel Power. Wir brauchen auf jeden Fall Knochen. Achso, wir wollten, glaube ich, einen Break machen. Ja, warte mal, ich sehe ein kaputtes Schiff. Cool. Hallo, bist du böse oder bist du gut? Hallo? Kämpfer. Arkos der Wanderer. Ah, ich kann mit denen interagieren. Cool. Oh, da hier ist nämlich auch, finde ich, jemanden zum Reden. Ja, können wir nächstes Mal machen. Okay. Ich mach dann hier erstmal einen Break und wie gesagt, kommentieren, liken nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.